realistisch. Das klingt super. Toll. Schnäppchen. Hinzu kommen lediglich Ausgleichszahlungen für Treibhausgase und Lärmbelästigung, Wegfall der Subventionen für Flugzeuge, angemessene Löhne, Entschädigung der Menschen vor Ort für das Schwinden ihrer Lebensgrundlagen und ihrer kulturellen Identität, Kosten für Müllbeseitigung, Wasserverbrauch, Wasseraufbereitung, Ressourcenverbrauch und Umweltschäden. Das macht im... Spuren im Sand sind nicht das Einzige, das du in deinem Urlaub hinterlässt. Nachhaltiges Reisen schützt Klima, Umwelt und Menschen. Deine Reisen kosten mehr, als du denkst. Haben wir hier schlechtes Klima? Fahren wir sofort?